Wer denkt, Puppentheater wäre nur etwas für kleine Kinder, der hat weit gefehlt. Denn die Puppenspieler des Piccolo-Theaters haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein Stück für Abiturienten zu entwickeln. Behandelt werden dabei die im Fach Deutsch prüfungsrelevanten Themen. Es geht also um Werke von Brecht, Hoffmann und Lessing. Diese wurden leicht verdaulich verpackt und mit einem guten Schuss Humor versehen, um den Schülern eine kleine Hilfestellung zu geben. Wir haben relativ früh angefangen, uns dramaturgisch darauf vorzubereiten, sprich uns mit den Stoffen auseinanderzusetzen. Daraufhin hatten wir natürlich ein paar Ideen entworfen, wie könnten wir es umsetzen, was für Stil wollten wir haben. Wir haben uns entschieden, das relativ, wie sage ich mal, mit seiner Note Trash zu machen, um sozusagen es auch mal zu brechen. Wir wollten sozusagen nicht das Bieder ernst rüberbringen, sondern eigentlich mit dem Augenzwinkern. Den Schülern bleibt dabei sogar der Gang ins Theater erspart, denn eine Bühne wird diesmal nicht gebraucht. Die Inszenierungen sind so aufgebaut, dass sie ohne viel Aufwand in den Klassenzimmern aufgeführt werden können. Hier kommen wir in ihr Zuhause. Hier sind sie auf sicherem Terrain und fühlen sich, sag ich mal, komfortabler, als wenn sozusagen die ganze Gruppe ins Theater kommt. Es verändert die Sichtweise auf das Ganze. Und so sind wir, glaube ich, ein bisschen näher mit den Stoffen auch dran. Nicht nur der Ort der Aufführung ist ungewöhnlich, sondern auch die Puppen und Requisiten. Hier hat man sich richtig ins Zeug gelegt, sogar modernste Technik wurde zweckentfremdet. Aber sonst gefallen hat mir dieser aktuelle Bezug, dass es halt schülerfreundlich gestaltet war durch die Handys und durch die aktuellen Bezüge in den Medien zu Pegida. Sehr gut gemacht. Es war nicht so ein klassisches Theaterstück, wie man es vielleicht erwarten könnte. Als ich gehört habe, dass Brecht dran kam und am Anfang dann so ein bisschen auf Spaß und Jux und Dollerei gemacht wurde, da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass mit Brecht ähnlich rangegangen wird. Aber da kam dann diese Seriosität dann wieder, die eigentlich erwünscht war. Und das fand ich dann doch echt befreit und auch gut letztendlich, dass das so umgesetzt wurde. Es war nichts Neues, aber es war halt anders, als man es kennt. Das Rettungspaket Abitur 2015 ist eine erfrischende Neuinterpretation des sonst so schnöden Unterrichtsstoffs. Die Premiere ist am 13. Februar um 19 Uhr im Pückler-Gymnasium.